Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ich bin es im Simafrix. Was ist denn beim letzten Mal hier geschehen? Es war richtig explosiv. Wir waren hier unterwegs bei dem schönen Wookiee-Aufstand. Die Wookies haben hier nämlich mit allen Mitteln versucht, mit den Freiheitskämpfern, die Imperialen, einige Probleme zu bereiten, und das haben sie definitiv geschafft. Ihr seht es. Wir haben ihnen dabei geholfen, indem wir diesen süßen kleinen Kampfläufer uns gestohlen haben und damit hier für Ärger gesorgt haben. Ein verdammt geiler Abschnitt hier. Und ja, wie gesagt, nun sind wir hier. Naja, Ponches Material. Das machen wir gleich. Weil wir müssen uns ja für die passen hier für die Region hier umkleiden. Oh, jetzt könnten wir ja fast mit der Umgebung verschmelzen. Naja, zumindest wir haben uns einen Kamel-Kampfläufer ATST genommen. Ich nenne sie mal Kamel. Hören Sie an, wie Kamele sehen aus, wie Kamele sind Kamele. Haben uns gestohlen und damit haben wir schön für Ärger gesorgt. So ein cooler Abschnitt. Scan. Ich komme zwar da nicht hin, aber scan. Ich komme da echt nicht hin. Hier ist nichts. Das wusste ich nicht. Du kannst binär? Nur ein paar Grundlagen aus der Schule. Vielen Dank, mein Kleiner. Wir warten auf so ein Signal. So, habe ich doch gern gemacht. So, Sagarara ist wie gesagt auf unserer Seite und ich würde mal sagen, nun stimmen wir los. Hast du Serfo gesagt? Ich habe hier mal gelebt, bevor das Imperium kam. Warst du mal da? Ja, war ich. Schrecklich, was passiert ist. Wir konnten nicht zurückschlagen, aber hier mit den Wookies haben wir eine Chance. Danke, dass du uns unterstützt. Machen wir noch gerne. Das sind diese Küchenroboter. Gut, und jetzt denke ich mal, stimmen wir weiter. Denn wir wollen nur eine Wookie-Basis eine Wookie-Sklavenfabrik hier überfallen und dort hoffentlich. Na, das sind diese verdammten Gänge, die wir noch nicht öffnen können. Da müssen wir Strom. Brauchen wir. Blitze werden wir wahrscheinlich irgendwo schießen können. Boah, das sieht so cool aus. Theoretisch dürften jetzt hier keine Gegner kommen, oder? Ganz theoretisch. So, wir haben jetzt ja auch ein grünes Lichtschwert. Schauen wir mal, ob es damit leichter oder schwerer wird. Okay, das ist natürlich schön. Bringt mir jetzt nicht so richtig weiter. Oder warte mal. Warte. Die Werkbank, die bringt mir noch Upgrades, oder? Wie viel Strom kannst du leiten? Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurz schließen. Versuchen wir es. Sehr hilfreich. Okay, in dem Moment hat es jetzt nicht viel. Oder warte mal. Freut mich. Ja, jetzt komme ich hier halt wieder zurück. Bin ich schon wieder kaputt, machen, oder? Okay, sehe ich das gerade richtig und sind diese Fähigkeiten, die wir freischalten können, eigentlich immer optional? Jetzt mal ganz ernsthaft, was? Oh, guck mal, der ist immer hoch, oder? Aber jetzt mal ganz ernsthaft, diese Fähigkeit haben wir doch jetzt hier nur gefunden, ne? Ja, okay, nee, ja, man musste das schon machen, weil sonst kommt man da nicht weiter. Aber jetzt mal wirklich, die Fähigkeit haben wir doch jetzt nur bekommen, weil wir da reingelaufen sind. Und hätte man das jetzt wirklich gebraucht? Ich weiß es nicht. Kann ich aber das nur einmal überladen? Ich weiß nicht. Okay. Wir gehen jetzt erstmal da nochmal lang. Ich denke, das wird der Weg zurück sein. Aber das machen wir jetzt einfach mal nur, um zu testen, wie es geht. Ist ärgerlich, Mann. Dass wir die gleiche zum Anfang halten, weil die hätten wir ja vorgebracht. Ah. Da kommen wir natürlich jetzt nicht mehr zurück. Was irgendwie scheiße ist. Das war mal ganz dumm. Alter!
Mann! Alter, ich hab mich da zu Tode erschreckt, Mann. So, kann ich das jetzt aber nicht mehr überladen? Doch, geht. Ich brauche hier etwas Hilfe. Ich hab den Schreck meines Lebens gehabt, Mann. So. Eigentlich möchte ich ja nämlich erstmal dahin. Und dann hilft mich dieses Kackviech. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkam. Ist ja einfach so aus dem Boden gekommen. Schön gemacht. So macht man das. Richtig profimäßig. Ich glaube, ich komme hier gar nicht übrigens hoch. Toll. Toll, und wie... Jetzt mal ernsthaft, wie komme ich denn da rüber? Ich check's nicht. Das Ding hier braucht Strom. Keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll. Da müsste ich ja hochsliden können. Oder ich müsste es drehen können. Das ist mir jetzt wurscht, komm. Haben wir schon wieder die Hälfte unseres Lebensbalken verloren. Wieso sind wir gleich nochmal hier zurückgegangen? Nur damit ich mich ärgern kann, oder? Da hilft mir diese Kackspinner, Mann. Sogorare hat von wegen, ich dachte, er hat alle Monster bezwungen, die mir im Weg sind. So, BB1, ich hoffe, du kommst hinterher. Hallo? Oh, er hat sich einfach auf unsere Schulter geworfen. Das ist immer gut. Ein Kackding, Mann. Zack. In der Luft zerteilt, Mann. So, okay. Schauen wir uns mal die Überreste von den Viechern an. Sexy. Nichts Schönes. So. Einfach schwingen, schwingen, schwingen! Ja, jetzt bist du wieder da, Sogorare, gell? So. Jetzt, wo ich immer von Spinnen von hinten angegriffen werde. Eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz? Nichts Gutes. Wir stellen daraus eine starke Substanz her und wollen die Produktion hochfahren. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Hier, Kumpel. Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf da drin. Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Komm, komm, hey. Sogorare, meine Hilfe! So, da bin ich jetzt aber schon ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, wir kämpfen jetzt irgendwie Seite an Seite. Das wäre ehrlich gesagt cooler gewesen, aber nun gut. Ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Es wäre viel zu leicht, wenn wir da einfach mal so ein paar Leute, die so von hinten den Rücken decken, helfen würden. Oh, sieht das geil aus. So, liebe Leute, das Demo-Level. Schau mal, ich habe die Demo zwar vor 100 Jahren das letzte Mal gesehen, aber ob man das hinbekommen wird. Habe ich einen Fähigkeitspunkt? Ja, ruh mal so aus. Wieso denn nicht? Dann spawnt noch diese eklige Spinne nach. Okay, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen hier besser anstellen. Was machen wir? Das ist die gute Frage. Das ist eine coole Fähigkeit für mehr Gegner, für ein bisschen Gegnerkontrolle. Maximale Macht, Ringe Macht, wenn er einen Gegner besiegt, trifft er einen blockenden Gegner, regeneriert er ebenfalls Macht. Kann man mehr Gegner zurückreißen? Na, ich würde es jetzt gerne mit den Blasterbots machen. Weil das ist echt eine geile Fähigkeit, wenn man mehrere Gegner hat, dann kann man so einfach auf die zu rushen. Und gleichzeitig wehrt er alles ab, Mann. Das ist eine sehr coole Fähigkeit. So, also. Dann schauen wir uns mal um hier. Hui! Wie gesagt, das ist das Demo. Könnte einem bekannt vorkommen. Aus einer der ersten Gameplay-Demo. Am Ende war dann doch so einer mit so einem coolen Stab. Einer der Cutter läuft. Ist das vielleicht eine Übung? Möglich. Da, Demo! Okay, gut. Schade, ich hab mir das irgendwie cooler vorgestellt. Ich hab eine Lücke. Er schießt ihn. Haltet ihn im Auge.
Alter, wieso? Ich werde dich besiegen, Jedi. Wieso habe ich damit nur einen weggehauen, Mann? Das war sehr madig, Mann. Das hat mir schon wieder nicht gefallen. Erstmal wollte ich mir in der Luft auf den drauf schwingen. Dafür habe ich extra nochmal so ein bisschen gewartet. Ja. Also, wie siehst du mit. Alter. Bist du mein Erzfeind, oder? Ich glaube, er hat Angst. Trefft ihn endlich! So, komm. Kommt her, kommt her. Gegen euch kämpfe ich gerne. Gegen euch kämpfe ich ja sehr gerne. So, Kommandanto. Fiese Taktik, Mann. Habt ihr das gesehen? Das ist alles deine Schuld. Habt ihr gesehen? Das war ja echt richtig nice hier von denen. Ich finde es so cool, Mann, wenn sowas in Spielen ist, Mann. Der Captain hat sich hier als Opfer dargelegt. Und ich dachte, das ist auch im Endeffekt, ja, der buggt jetzt so ein bisschen rum. Dabei hat er uns hier nur in eine Falle gelockt. Coole Sache. Und hat auch so halbwegs zumindest gewirkt. Wookie-Krieger ließen das zurück. Im Kampf gegen das Imperium versteckten sie sich hier. Man hätte sich auch anstelfen können. Oh, was? Warte. Oh, danke schön, habe ich gar nicht gesehen. Meins. Komm schon. Ist zwar wieder nur irgendein nutzloser Skin, aber nun gut. Leidenschaft und Stärke, die uns mit der Liebe und Gefühl werden wir alle Widrigkeiten bezwingen. Denn die Macht der. Pass auf! Lass die Mauer! Ein Jedi. Dafür bin ich ausgebildet. Alle Jedi werden untergehen. Hör auf, wegzurennen. Stimmt, sofort! Abschaum! Ein Kratzer! Zurück! Anscheinend bist du blockiert. Ich kümmere mich drum. So einen Truppler habe ich noch nie gesehen. Du musst die Wookies da rausholen. Los, Bewegung, Jedi. Lüftung offen. Los! Warte mal. Jetzt erstmal. Erstmal gehe ich da lang. Toll. Ach, da unten gibt es am Boden. Sehr schön. So, aber ich find's cool, gegen die zu kämpfen. Weil die sind stark, das ist immer nett. Soll ich mich jetzt echt regenerieren? Eigentlich nicht, weil wenn ich mich jetzt regeneriere, dann spawnen die ganzen Truppler da oben wieder nach und wahrscheinlich auch der Dicke. Hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig viel gebracht, der Speierpunkt. So, aber egal. So. Schnell. Und weiter geht's. Ah, aber das Schlimme ist halt auch, die Gegner machen halt deutlich viel mehr Schaden jetzt. Ne? Was soll ich machen? Ich bin ja halb tot. Ein Map-Pack schon wieder, nur Mann. Eieiei. Also rein da. Eng, was, BD? Sie kommen durch die Wände. Auf ihr Nest. Versperrt. Augen nach oben.
Kommt schon, lasst euch nicht von ihm erwischen. Hast du Angst vor einem Treffer? Um ehrlich zu sein, schon. Ich habe immer Angst vor Treffern. Flammenwerfer-Typen. Superschön. Kann ich mir auch mal so einen Flammenwerfer schnappen irgendwie? Ich frage ja nur mal so ganz blöd. Okay, das ist schon wieder sehr eklig. So. Ja, welchen Weg nehmen wir denn zuerst? Die Tür ist verschlossen. Gehen wir jetzt erstmal da lang. Das ist sehr schön. Einfach ein, zwei Truhen und weiter geht's. Bis er vielleicht noch Bonus-XP. Neues Lichtschild matt. Ein neues Material. Aber ganz ehrlich, Farben kann man keine freischalten. Also es muss jetzt kein rotes sein. Das ist ja schon in Ordnung, aber zumindest mal ein lilanes. Okay. Stell mal vor, komm, wir sind ready, Mann. Jetzt geht's richtig los, Mann. Ich sehe schon, komm, jetzt gibt's die nächsten 100 Jahre keinen Speicherpunkt mehr. Willst du dich wirklich in das Ding einklicken? Oh. Okay. Toll. BD1? Wollte nur mal hören. Eine Abkürzung? Deshalb wolltest du es verschieben. Davon wusstest du gar nichts, richtig? Du wolltest nur den Cutter einschalten. Einfach nur ein bisschen Krawall wollte er machen. Kommt das wieder zurück? Nö. Cool. Naja, Peter, solange du Spaß hast, habe ich auch meinen Spaß. Schön. So, und da kommt jetzt so ein Mist-Riesenkäfer, oder? Genau. Ich meditiere jetzt erstmal ganz entspannt. Weil, okay, jetzt haben wir so einen kleinen Abschnitt hinter uns, jetzt können wir uns ruhig ausruhen. Ich habe einen Punkt. Den lösen wir jetzt noch ein, bevor wir uns mit den ganzen Gegnern anlegen. Ich weiß nicht, Max, na, wir machen jetzt erstmal Gesundheit noch. Wir haben jetzt zwei von diesen Heilkristallen und vielleicht kriegt man ja noch einen dritten. Sogar. Sind sogar irgendwie wieder in der Ausgangslage. Alter, zwei von denen. Haben wir ganz schön gemacht hier. Das war echt eine nette Sache. Du kannst gerne scannen. Vielleicht kann Grease damit was kochen. So, einen neuen Kern. Sehr schön. Das war echt ganz nett. Wir haben schön gewartet, bis die sich gegenseitig erstmal zerklümpfen. Und dann ganz am Ende dann. So. Gehen wir jetzt doch nochmal hoch. Ach komm. Ich dachte jetzt echt, die kommen da nochmal hoch. Es ist auch ganz nett, wie wir wirklich gesehen haben. Die Gegner werden 1 zu 1 auf ihre Anfangslage hier zurückgesetzt. Also, ihr habt ja gesehen, die Spinnen kommen erst nach einer Weile und greifen hier die anderen an. Und wirklich genau in der Situation hat es hier begonnen. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Details, die man anmerken kann. Ich finde es so nett, wie BD1 sich hier anpasst an seine Haltung hier. Zum Beispiel in der einen Höhle, wo wir gerade gewandert sind, dass er so über die anderen Rohre gehüpft sind. So, komm, das ist eine Machtessenz, oder? Jo. Patrouillen Basis. Hier unten ist schon wieder was. So eine Art Netz. Hey, wer da? Alter Mann! Gib mir einen Stim. Wirf ihn her! Hilfe! Ich kann man so weit weghüpfen, Mann!
Wie kann ich so weit weghüpfen, Mann? Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen! So derbe Albino-Kaschik besiegt man. Ein Kackviech, Mann. Ganz ernsthaft, Mann. Ich jump da weg, aber ich konnte halt nicht so weit weghüpfen, Mann. Mann, ist hässlich, Mann. Ich hüpf und hüpf und hüpf. Und ich komme einfach nicht weiter weg von diesem Monsterviech, Mann. Ich wusste so zu 1.000.000%, dass da dieses Monster kommt. Es war so klar, Mann. Wenn da schon die Nachricht kommt. Ja, schlimmes Monster. Dann war das so klar, dass das da kommt, Mann. So, jetzt habe ich mein ganzes Leben und mein ganzes Ding verloren. Ich habe fast kein Leben. Ich kann eigentlich unten mich wieder regenerieren. Und für was habe ich das jetzt hier bekommen? Also dafür, dass ich da runterhüpfen kann. Ja, richtig nice. Ja, super. Kannst du den Speicherpunkt nochmal zurückklatschen, Mann. Also, tut mir jetzt echt leid, aber... was bleibt mir alles übrig, Mann? Ich habe gar kein Leben mehr. Und keine Stimpacks mehr. So, Leute, bevor ich jetzt hier ganz dumm noch fünfmal da hochhüpfe und das nicht schaffe, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal hoffentlich schaffen wir es dann da hoch und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit Let's Play Sauberstelle Default. Leute, ich werde den Kampf hier nochmal schnell so machen. Bis zum nächsten Mal dann, ciao.